Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Rufers von der Firma Kissel und Wolf und Herrn Gessner von der Firma Emil Otto. Guten Tag, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ich fange mal mit Ihnen an. Die Firma Kissel und Wolf, die gibt es schon seit über 100 Jahren. Ja, die Firma Kissel und Wolf wurde 1893 gegründet. Mhm. Wir sind Hersteller von Siebdruckchemie, Weltmarktführer in dem Bereich, auch in der Reinigung und machen seit 1999 Reiniger für die Elektronikindustrie und etablieren uns da mehr und mehr, haben sehr viele neue innovative Produkte am Markt, dieses Jahr auf der SMT, Baugruppenreiniger, Unterseitenreiniger, Schnelltrocknende, ja, und das sind so unsere Neuheiten. Und gerade im Baugruppenbereich sind wir sehr stark vertreten mit 5 neuen Reinigern für sämtliche Anwendungen. Und ja, jetzt ist es wichtig für uns, dass wir mit adäquaten Partnern arbeiten. Und da haben wir mit der Firma Emil Otto, mit dem Herrn Gessner, einen super Partner gefunden, der Flussmittel herstellt. Und ja, der Synergieeffekt ist sehr, sehr wichtig für uns. Er vertreibt die Flussmittel, produziert die und wir haben die Reiniger dazu und entwickeln die auch auf Basis seiner Flussmittel, dass das auch wirklich zu 100% gereinigt wird. Und da haben wir eine tolle Partnerschaft und wie gesagt, da sind wir sehr stolz drauf. Das wird also jetzt hier auch dann auf der SMT zum ersten Mal verkündet, dass Sie diese Partnerschaft eingehen. Wie kam es dazu? Ja, wir, die Firma Emil Otto Flux und Oberflächentechnik GmbH, hat einen Reinigungshersteller gesucht und nach langer Suche sind wir bei Kissel und Wolf fündig geworden, weil das Thema Reinigung von Baugruppen immer interessanter wird und immer von unseren Kunden zunehmend nachgefragt worden ist, haben wir einen entsprechenden Partner gesucht, mit dem wir zusammenarbeiten konnten. Und die Firma Kissel und Wolf ist der ideale Partner für uns. A, von der Historie her, wir sind 1901 gegründet worden, die Firma Kissel und Wolf, wie der Herr Rufers schon sagte, 1893. Und man sieht über die Jahre hinweg, nur durch Innovation, beide Firmen können sich so lange am Markt halten. Und daher ticken wir eigentlich sehr ähnlich und das ist eine ideale Ergänzung. Also das harmoniert sehr gut und ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr erfolgreich wird und wir auch in Zukunft noch weitere Projekte dann zusammen anschieben werden. Wie sieht das dann jetzt genau für Ihre Kunden aus, Ihre existierenden Kunden und Ihre existierenden Kunden? Da ist ja jetzt ein erweitertes Angebot für die Kunden. Ja, es wird so ablaufen, dass wir weiterhin natürlich auch Selbstvertrieb machen von der Firma Kissel und Wolf aus. Wir haben ja europaweit und auch weltweit Partner, Vertriebspartner. Aber klar, es wird sehr stark Projekte geben, gerade im Baugruppenbereich, wo wir mit Emil Otto sehr stark zusammenarbeiten. Auch machen wir ja auch schon. Und das ist eigentlich für uns eine ganz schöne Situation, weil wir jetzt eben einen Fachmann haben, der vor unserem Prozess richtig Ahnung hat und eben die Chemie auch beherrscht und wir die Chemie dahinter beherrschen. Und das ist für uns jetzt ein riesen Synergieeffekt, den wir dann nutzen. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon Spaß miteinander und eben schon einige Projekte, die zum Teil gar nicht mehr in der Elektronik stattfinden, sondern in anderen Bereichen, wo man merken, okay, das fruchtet wirklich. Und was ganz stark für mich wichtig ist, die Firmen, wie Herr Gessner sagt, die ticken sehr, sehr ähnlich. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass die Firmen eben wirklich sehr, sehr alt sind schon und eben beständig am Markt waren. Ja, das sind wir. Und das ist eine Partnerschaft, die sich jetzt nicht nur auf den deutschen Markt bezieht. Das ist eine globales Angebot, das Sie jetzt dann auf den Markt bringen. Wir sind jetzt die Partnerschaft erstmal hauptsächlich für den deutschsprachigen Raum eingegangen und auch noch auf ein paar andere Länder, die wir ausgedehnt haben, wo Kissel und Wolf jetzt noch keine Vertretung hatte, die wir dann auch mit übernommen haben. Aber grundsätzlich konzentrieren wir uns erstmal auf den deutschen Markt und halt deutschsprachigen Raum. Ja. Gut. Da ist jetzt bestimmt viel zu tun, diese Partnerschaft ja zu integrieren, auszubauen. Wie sind Ihre Zukunftspläne? Ja, die Zukunft, also bei Kissel und Wolf sieht so aus, dass wir weiterhin expandieren, sehr stark expandieren werden. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Partnern in verschiedenen Ländern. Es ist in manchen Ländern sehr einfach, Partner zu finden, in anderen ist es schwieriger, weil auch die Industrie nicht so groß ist natürlich. Aber wir haben jetzt ein riesen Portfolio entwickelt die letzten Jahre und jetzt geht es wirklich daran, dass wir den Markt erobern wollen. Wir wollen da unsere Anteile sichern natürlich
Und das machen wir ja auch schon stetig, aber das ist halt eben wichtig, jetzt mit solchen Partnern den Markt wirklich abzudecken. Mhm. Und es ist eben wichtig, gerade einen Partner zu haben, der in dem Markt drin ist und wie gesagt, der uns dann unterstützen kann. Mhm. Mit seinem Flussmittel in dem Fall oder eben auch mit Paste, also E-Mail-Otto hat ja noch mehr Produkte und ja, wie gesagt, also wir werden jetzt ganz stark angreifen im Vertrieb und eben die Partnerschaften noch ausbauen und das Ganze weltweit natürlich. Ja. Und da sieht Ihre Zukunft wahrscheinlich ähnlich aus, diese Synergien auszubauen? Die Zukunft sieht ähnlich aus, also unser Hauptprodukt ist das Flussmittel für die Elektronik. Des Weiteren vertreiben wir Lotpasten, Lote und halt jetzt Reinigungsmedien von Kibo. Insofern ist es eine ideale Ergänzung für uns. Und da wir auch die Firma Emil Otto neu ausgerichtet haben und auch internationaler auftreten wollen, ist das für uns natürlich ideal. Und insbesondere jetzt auch mit dem Hintergrund von Kibo, da die Nachfrage, wie ich vorhin schon sagte, nach Reinigungsmedien immer größer wurde, ist das eine ideale Ergänzung für uns. Und insofern sind die Synergien super und ich glaube schon, dass wir sehr erfolgreich werden. Wir haben den Zugang zu den Elektronikern, die die Flussmittel einsetzen und brauchen den Baugruppenreiniger. Und wir bauen das Lotpastengeschäft weiter aus, wo Kissel und Wolf eh schon sehr stark waren. Und das ist für uns eine ideale Ergänzung. Also ist eine optimale Zusammenarbeit. Also wir ergänzen uns ja prima. Besser können wir es eigentlich glauben. Super. Also vielen Dank nochmal und viel Erfolg mit der Partnerschaft. Danke für das Gespräch heute. Sehr gerne. Danke auch. Danke.